Jetzt ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder da seid. Also, ihr lieben Leute, ich möchte ja nicht unhöflich erscheinen, aber zurzeit habe ich den Eindruck, dass in unserem schönen Deutschland alles schiefläuft. Und jede revolutionäre Idee unserer glorreichen Regierung scheitert oder direkt im Chaos endet. Nun, das ist ja jetzt wirklich nichts Neues und das wisst ihr ja auch alle. Aber was mich immer wieder umtreibt, ist die Tatsache, dass wenn die Vorhaben unserer so glorreichen Regierung von der Realität widerlegt werden, sich im besten Fall als unnütz, aber meistens als sogar kontraproduktiv erweisen, die Damen und Herren aus der Ampelregierung dies geflissentlich ignorieren. Ja, schlimmer sogar, meistens legen sie sogar noch einen drauf. Ein gutes Beispiel ist hierfür die deutsche Energiepolitik, die ja eigentlich zum Ziel hat, CO2 einzusparen und Deutschland unabhängiger zu machen vom Ausland. Nun gut, das mit der CO2-Ersparnis, das wird wohl nix. Denn durch die Abschaltung der Kernkraftwerke und wegen den unzuverlässigen sogenannten erneuerbaren Energien muss Deutschland jetzt mehr auf Gas und Kohle setzen und stoßt so mehr CO2 aus als zuvor. Die Krönung von dem ganzen Unsinn ist dann auch noch, dass wir Gas aus Amerika importieren, das einem nicht nur wegen des hohen Preises, sondern auch wegen seiner erschreckenden CO2-Bilanz die Tränen in die Augen treibt. Na gut, das mit dem CO2 ist mir ja egal. Ich glaub da ja nicht dran, aber das ist ja meine Sache. Aber für die gläubigen Politiker sollte es doch normalerweise eine Rolle spielen. Denn immerhin geht's doch um die Rettung der Welt. Aber anscheinend wiegt das Ego dieser Politiker mehr als das Ziel, unsere Erde vom großen Weltenbrand zu retten. Dieses Muster zeigt sich eigentlich in allen politischen Bereichen, die die Ampel angeht. Der eingeschlagene Weg wird trotz Scheitern strikt weiterverfolgt, ja sogar verschärft. Ob E-Mobilität, Heizungsgesetz oder Flüchtlingspolitik, diese lächerliche Regierung kleistert die Realitäten mit immer mehr Geld zu und diffamiert jeden, der Kritik daran übt. Realitätsverweigerung in allen Bereichen, so buttert Deutschland weitere Milliardenbeträge in einen verlorenen Krieg und sichert Aufbauarbeiten zu, obwohl das eigene Land in Trümmern liegt. Man bekämpft immer weiter den Fachkräftemangel mit einem unkontrollierten Zuzug von Analphabeten und bürgert diese so schnell als möglich ein, um die stetig steigende Ausländerkriminalität zu übertünchen. Angesichts dieses kompletten Versagens stellt sich die Frage, die schon Klaus Kinski stellte, wie blöd kann man sein? Oder steckt vielleicht noch mehr dahinter? Denn eins zieht sich wie ein roter oder besser grüner Faden durch die aktuelle deutsche Politik. Alle Projekte dieser Regierung schaden unserem Land. Und das nicht nur beiläufig nebenbei, sondern direkt. Und es trifft alle Bevölkerungsschichten, ob Unternehmer, Frauen, Männer, Kinder und Senioren. Ausgenommen scheint nur das Klientel dieser rot-grünen Mischpoke, aus dem Leim geratene Akademiker, Transmenschen, Freunde und Bekannte, die in Flüchtlingsorganisationen oder Windkraftunternehmen arbeiten oder aus sonstigen Gründen an der Titte des Staates saugen und so unser Land immer weiter ausbeuten. Nee, Deutschland hat wirklich was Besseres verdient. Wir befinden uns im Würgegriff von inkompetente linksgrüne Holzvergaser, die entweder absolut blöd sind oder unser Land in absoluter Absicht an die Wand fahren. Aber was weiß ich schon? Wahrscheinlich ist es beides. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.